Ladies and Gentlemen, welcome to the show. Street Media Hamburg und DHJMS Radio präsentieren The Music and More Creative Show 2020. Unter anderem mit Letizia, DJ Gary, ehemals Spooky Voice, Whiskey, Auro, Stars im Interview von zu Hause mit DJs Project. Hi, mein Name ist Silvano. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der ersten Online-Show Music and More Creative Show 2020. Extra für euch. Und als persönliche Gäste habe ich eingeladen zu mir im Gespräch Letizia und Spooky Voice. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, diese Show auf der Bühne zu bringen und deswegen bringen wir die Show euch auf dem Bildschirm. Und dafür wollen wir uns ganz herzlich bei euch bedanken für eure Treue und hoffen, dass ihr genauso viel Spaß habt wie wir auch. Ciao, sono Samuele e questa è la mia canzone per Music and More Creative Show. Buon ascolto e a presto. Può mancarti il respiro. Puoi sentirti uno zero ad un punto del cammino. Cadrai per terra, non ti saprai rialzare. Inizierai a pensare di lasciare tutto, di mollare. Ma se lo vuoi, proverai a correre e a guardare le cose con uno sguardo diverso che cambia te stesso, con la speranza che potrà cambiare. Non mollare mai, accettati, non puoi rinunciare, non mollare mai. Penserai solo a ciò che non hai, ma non disperarti perché un giorno tu sarai. Sarai veramente felice quando una mano grande ti accarezzerà e sarà la pace. Ma se lo vuoi, proverai a correre e vedrai che un giorno tutto ciò che hai intorno non sarà lo stesso. Con la speranza che potrà cambiare, non mollare mai. Accettati, non puoi rinunciare, non mollare mai. Liebe Freunde, jetzt habe ich hier zu Gast hier in der Music and More Creative Show der Gary, ehemaliger Spooky Voice. Hallo Gary, schön dich zu sehen. Hi Sebastian, schön, dass ich hier sein darf. Tja, die Zeit vergeht, ne? Und das Alter ist nicht an uns so spur lang. Ja, ein bisschen, ne? Weißt du, wie das morgens ist, wenn man aufsteht. Ja. Gary, erstmal möchtest du deine Fans was sagen? Es ist schön, weil ich habe viele Fragen gehabt von Fans, was du überhaupt so gemacht hast. Und die erste Frage wäre, warum hast du dich zurückgezogen mit Spooky Voice? Also mit Spooky Voice war die Zeit damals zu Ende, der Italo Sound. Unser Produzent, wo du ja auch mit zu tun hattest, Herr Mike Marin, war da nicht mehr so weit, dass er also produziert hat. Und es kamen keine neuen Stücke. Und dann, da ich ja selbstständig war mit Diskotheken in Kiel, habe ich mich dann da wieder auf meinen alten Job konzentriert. Und das mit der Musikerzeit war dann mit den Schallplatten. Wir sind ja auch durch Deutschland gezogen. In 150 Diskotheken, glaube ich, waren wir live.
und haben dort viel Spaß gehabt und uns präsentiert. Und die Zeit war eben dann mal vorbei. Irgendwann ist auch mal zu Ende. Ja, wir haben auch tolle Erlebnisse gehabt. Kannst du dich noch daran erinnern, da in Speyer? Ja, also ein Highlight werde ich nie vergessen, das ist ja diese in Speyer. Ja. Wo du warst dabei, ich war dabei und Schibra. Und Schibra, ja. Und du bist als Erster aufgetreten und da haben die Leute mit Pfennigstücken und Markstücke geschmissen und das stand drüber. Das ist für einen Künstler eigentlich das absolute Aus, wenn einer dir Geld hinschmeißt. Das heißt, hör auf. Achso. Das heißt, hör auf, ich schmeiß dir Geld hin. Ne? Hauptsache, du machst Schluss. Hauptsache, du machst Schluss. Ne? So gesehen. So, und da habe ich gedacht, als alter Musiker, ihr könnt mich gar nicht erreichen. Dann habe ich zu dem Redakteur gesagt, du, mehr Geld hast du da nicht hingeschmissen, da musst du schon ein bisschen mehr tun. Und schon war der auf meiner Seite und schon hatte ich keine Probleme mehr. Aber wie du nachher dran kamst, da war das gleiche Problem nochmal. Genau, und ich war damals noch unerfahren und, ja, konnte nicht direkt... Aber wir haben trotzdem Spaß gehabt und das kann immer mal passieren in der Branche, dass einem das nicht gefällt und dem anderen eben umso mehr. Ja, dafür sind wir aber, haben die uns gut gepowert und unsere Musik ist heute besser gefragt oder mehr als denn je. Also ich spreche jetzt aus Erfahrung in Mexiko und in Brasilien. Schön. Also alle Spooky Boys, Mike Marine, DJ's Project. Ja, DJ Project. Natürlich immer mit Vision of Love, aber okay. Ja, gut. Gerry, meine erste Frage an dich wäre jetzt für die Zuschauer. Wie erlebst du die jetzige Situation eigentlich so persönlich? Also die Corona-Krise, ja, ich kann das mit zwei Seiten sehen. Einmal als Privatmensch, sage ich einfach mal, das muss alles teilweise sein. Vieles ist überzogen. Und als Gastronom muss ich sagen, wir werden da so ein bisschen vernachlässigt. Ne? Wir dürfen nicht aufmachen in Kiel. Und das ist eigentlich schade, weil wie soll man das überstehen? Das sind also zwei Seiten, einmal die private und einmal die geschäftliche Seite. Geschäftliche Seite, man hat ja ein bisschen Rückhalt, genau, aber nicht jetzt. Die Ersparnisse sind weg und irgendwann der Staat unterstützt nur bedingt. Aber jetzt kommt die zweite Phase. Und wenn da nichts kommt vom Staat, dann wird das im Ende des Jahres die ein oder andere Insolvenz geben. Da werde ich drum. Also ich denke mal, auch hier in Hamburg ist das ein Problem. Also viele Kneipen auf dem Kiez gerade. Ja, genau. Oder Steindamm. Also viele Kneipen dürfen nicht aufmachen. Sogar eine Olivia Jones mit ihre drei Läden hat auch Probleme. Ja. Und meine Schwester selbst hat ein Restaurant und die dürfen jetzt auch machen, aber mit Auflagen. Ne? Diese Auflagen sind auch teilweise so, dass man also sagt, was sind das für Gesetze? Was musst du alles machen als Gastronom? Da hast du so ein Paket an Auflagen, die dir hingelegt werden und die musst du alle bearbeiten. Und wenn du das alles machst, dann hast du vielleicht irgendwann ein Problem, weil so viel Sicherheitsdinger kannst du gar nicht machen. Da musst du ja noch Geld reinstecken. Ja, und nochmal investieren. Für diese ganzen Abstände. Das geht gar nicht. Investieren kannst du nicht, weil, wie soll das denn, weil das ja nicht mehr läuft. Das Ausgehverhalten der Leute ist eh schon schlechter geworden gegenüber unserer Zeit. Ja. Ne, da waren die Leute jeden Tag weg. Heute nur noch mal Freitag vielleicht und Samstag. Ja, das ist Fakt. Ich denke mal, es wird sich auch die ganze, unser ganzer Lebensstil, also wird sich ändern. Also ja klar, da werde ich auch drum. Und ich vermute mal, dass wir es auch ein wenig dauern wird, bis wir wieder mal auftreten dürfen. Oder eine Live-Show erleben können. Deswegen machen wir das jetzt hier für unsere Fans, diese Online-Show, damit wir euch einfach zeigen, wir sind noch für euch da. Und was hast du so in der Zwischenzeit gemacht? Ja, wie gesagt, ich hatte früher ein, zwei Diskotheken in der Zeit, danach auch verschiedene. Und heute habe ich eine kleine süße Bar in Kiel, auch mit einer kleinen Tanzfläche. Aber wir dürfen halt nicht aufmachen, weil bis 22 Uhr müssen wir wieder zumachen. Ja, und weiterhin habe ich natürlich sehr viel DJ gemacht, als Disc-Jockey, weil die Musikerkarriere war, also als Sänger, war vorbei. Und da habe ich eben gemacht, dann mache ich das, was ich eigentlich davor auch gemacht hatte, bevor ich Mike Marine kennengelernt hatte. Du warst ja im Joy schon selber DJ. Im Joy, da war ich schon DJ, genau. Da war auch mein Laden, das war meine erste Disco. Und da hat mich Mike Marine auch mehr oder minder gesehen. Und danach bin ich nach Hamburg gefahren, habe dort dann die Platte aufgenommen, Light My Light. Das war der erste Hit. Ah, nicht Kill Myself. Kill Myself war der zweite. Da kam ich gerade von der Tournee und war so ein bisschen auch heiser. Und ich musste aber unbedingt ins Studio,
sonst wäre die Platte nicht rausgekommen. Und das hört man teilweise, ich bin ja ehrlich. Hört man ja, so aber bisschen. Deine Stimme, also wir werden das nachher hören, also ja. Deine Stimme ist eigentlich noch fit, auch jetzt, wenn du spielst. Ja, heute ist sie wieder ganz normal. Und damals, wie gesagt, bei 150 Diskotheken und wenn du dann nach Hause kommst und bist, hast immer gesungen. Oder hast diese Hotels oder mitten auf der Autobahn. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wir sind von Bremen dann gleich zum nächsten, ja, in eine, wie sagt man so schön, in einem schönen Lokal geschlafen von einer Bekannte von dir oder Freundin. Und danach sind wir, glaube ich, nach München gefahren. Oder ja. So. Mitten im Nebel oder Garmisch-Partenkirchen. Also das war ja. Also schon eine schöne Zeit. Aber was wärst du jetzt in Zukunft zu machen? Jetzt, was hast du denn ja, so ich habe also erstmal vor meinen Laden wieder, dass der läuft, dass das wieder normal losgeht. Ich gehe einfach davon aus, dass es noch ein, zwei Monate dauern wird, bis wir, ne, in dieser Gastronomie aufmachen oder machen dürfen. Ja. Bis 22 Uhr bringt uns nicht weit. Ne? Nee, da steckt man mehr Geld rein. Da hast du mehr Personal. Ja, und weiterhin bin ich wieder so ein bisschen aufgewacht, nachdem ich dich wieder getroffen habe. Dass ich vielleicht doch nochmal das ein oder andere, ich bin zwar jetzt ein bisschen älter geworden, ja, und alle bisschen alt, ob man da nochmal eine zweite in Spee-Karriere versucht. Ja, heute können wir mit Musik nicht mehr so viel Geld nein, machen wie früher, aber. Das ist richtig. Aber wenn da mal eine gute Idee kommt, dass es ganz groß mehr wird, da glaube ich nicht dran. Aber für einen selber. Und Spaß. Ich mache das nur noch aus Spaß. Genau, und wenn wir dann nochmal wieder zusammenkommen, habe ich vielleicht nochmal was Neues, wenn ich denn mal wieder kommen darf. Und dann freue mich einfach an der Musik. Ich bin einer, der immer gute Laune hat für die Musik. Du hast uns gut aufgebaut damals. Es ist das, oder ja, es ist das Schönste, was es gibt, Leute zu unterhalten. Du triffst die, also du mit Musik kannst du jeden erreichen. Ja, kannst du jeden erreichen. Und wenn der Dank denn oder der Applaus da ist, das Brot eines Künstlers ist nun mal der Applaus. Ja. Und ich finde also, das ist ganz wichtig und das sollten sich viele mal hinter die Ohren schreiben. Entschuldigung. Aber ich mache, also DJs Project, ich habe ja auch irgendwann mal aufgehört und dann auch viele Anfang, nachdem das mit diesen Online- und Homepage oder alles kam, dann habe ich dann auch wieder weitergemacht. Aber heute kann ich sagen, ich mache das für mich. Ja, das ist ganz wichtig. Fans. Ja, klar. Und keiner muss über mich bestimmen. Das heißt, ich kann selber entscheiden, was, wann ich will auftreten oder wo ich nicht auftreten will, trete ich nicht auf. Aber Gary, ich werde bei dir im Laden vorbeikommen. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen und ganz besonders die Zuschauer, die jetzt unsere Sendung online sehen werden, dass du wirklich hier warst. Die werden überrascht sein und du wirst danach bestimmt viel angeschrieben werden. Ich hoffe, das ist einigermaßen rübergekommen. Wir sagen Dankeschön, bleibt gesund, ist ganz wichtig. Ne? Ja, und bis zum nächsten Mal mit vielleicht neuen Titeln und mit Silvano. Duett zusammen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe eine Idee. Und jetzt werden wir dich einmal denn noch live erleben. Super, ich danke dir. Danke dir. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hier ist Gary and the Sunshine Man, ehemals Spooky Boys. Viel Spaß. Waiting for you, girl.
heaven. Know that you're not wasting a single moment. Think of me. Night and day, I think about you. Missing you, can't stop this feeling. Loving you forever is all I ever do. I am killing myself when I'm waiting for you, girl. I am killing myself when I know that you are gone. I am killing myself, killing myself, killing myself while waiting for you, girl. I'm killing myself, losing every control. Only the feeling exists. No more living without you. Girl, I'm waiting for you, girl.
ascoltatori di The Music and More Creative Show 2020, vi presento il mio nuovo singolo Vertigine, a presto! Non sempre è facile, 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 ti senti fragile, la vita all'improvviso cambia e non è più stabile, diventi vulnerabile, ti trovi a fare i conti con i sogni, con le bollette e i soldi. Lo senti il silenzio, c'è il sapore d'assenzio, è come un incendio, un fiore dentro al cemento. Lo senti il silenzio, c'è il sapore d'assenzio, è come un incendio, un fiore dentro al cemento. La vita non fa sconti, non ti aspetta i suoi tempi, ma non li rispetta. Quanti esempi vedi per la strada, a volte un'intifada, sai, gente che mormora, che trama e poi va fuori strada, sai, va fuori strada, ehi. Lo senti il silenzio, c'è il sapore d'assenzio, è come un incendio, un fiore dentro al cemento. Una vertigine che vola via, prepari un salto, senti tachicardia, poi vedi il cielo blu cobalto, ma è una pazzia, hai il cuore nel tuo palmo, bella poesia se riesci ad atterrare salvo. Salvo, salvo, salvo. Lo senti il silenzio, c'è il sapore d'assenzio, è come un incendio, un fiore dentro al cemento. Lo senti il silenzio, c'è il sapore d'assenzio, è come un fiore dentro al cemento. Non sempre è facile, non sempre è facile, non sempre è facile, non sempre è facile. Hallo Silvano, hallo Leute, ciao amici italiani. Ich bin Gottfried Koch, ich bin Produzent und ich melde mich heute hier aus meinem Studio vor meiner Gitarrenwand. Ich finde das eine tolle Idee, dass wir euch Songs und Musik präsentieren in den Zeiten, wo wir nicht auftreten können. Ich schreibe ja viel für andere Leute und produziere, aber ich habe auch mein eigenes Projekt und davon habe ich euch heute was mitgebracht. Ein Medley aus 3 Songs. Die werden auf dem Album sein, was ich im Herbst veröffentlichen werde. Und das wird heißen Dein Moment. Viel Spaß damit und ich hoffe, wir sehen uns bald. Euer Gottfried. Wonach du suchst, weißt du, wenn du es gefunden hast, wovon du träumst, weißt du erst, wenn du erwachst. Und was du liebst, das merkst du erst, wenn's dir fehlt. Du machst dir viel zu viel Gedanken, ob ich dich immer noch begehr. So wie du bist, bist du mehr als okay. Du bist die Frau, auf die ich mehr als nur stehe. Du hast mehr als viel zu bieten und davon will ich immer mehr. So wie du bist, bist du mehr als okay. Wir sind unterwegs,
zwischen gestern und morgen auf ewige Reise. Das ist ein Moment, jetzt zählt jeder Augenblick. Leb diesen Moment, du weißt die Zeit, gib dir niemals was zurück. Das ist ein Moment, genieß diesen Augenblick. An diesen Moment denkst du dein ganzes Leben lang zurück. So, liebe Music and More Creative Show Zuschauer, wen habe ich jetzt hier? Natürlich Letizia. Benvenuto. Buenos dias. Gracias, buenos dias. Buenos dias a todos. Wie geht es dir? Schick schaust du aus. Mir geht's gut. Muy bien. Muy bien? Sí. Was macht die Situation mit dir jetzt gerade? Ja, so wie alle anderen kriegen wir alle langsam eine Waffe, aber... Die Hausarrest. Also, die Situation ist folgendes. Natürlich sind wir in diese Kette von Opfer von dieser Pandemie. Eigentlich die Letzten, das auch noch länger erleben werden. Ja. Und auch härter, ich schätze mal sogar härter treffen werden, weil bis wir eine Bühne betreten können und mit Publikum arbeiten können und uns, also seelisch auch, nicht für uns, auch für das Publikum, seelisch gut fühlen, wird eine sehr, sehr lange Zeitdauer oder vergehen. Und das ist natürlich für uns alle sehr traurig. Ne? Ja, ich denke mal, in diesem Jahr wird es nichts. Also doch, da bin noch. Da bin vielleicht noch. Zu Silvester. Ich bin zuversichtlich, da wird. Vielleicht bis Silvester. Also unter der Dusche tue ich schon. Ja, das wir haben natürlich keine Zuschauer da, aber... Ja, dafür machen wir ja das hier, für unsere Fans, damit die Leute wissen, wir sind auch in dieser Situation, sind wir für euch da. Und das bedeutet, da wir diese komplette Show nicht auf der Bühne bringen können, bringen wir es von zu Hause auf den Bildschirm, ne? Richtig, richtig. Und was hast du so in der Zwischenzeit trotzdem gemacht? Gut, was jeder Künstler so macht, kreativ. Kreativ werden, und zwar ich komponiere auch, ich mache mir Gedanken, wie könnte meine nächste Show aussehen, wie meine nächste CD, das ich jetzt vorbereite, wie sieht der denn aus? Auch jetzt habe ich Zeit natürlich für alles, was Musikaufnahmen und so weiter jetzt so machen. Das ist eigentlich eine gute Zeit, sich nochmal zu reorganisieren und auch Gedanken zu machen und viele, viele Sachen, das man auch sogar falsch machen, lieben, es mal ändern, sagen wir so. Also ich sehe das positiv hingegen, das Ganze. Ja, ich denke mal, es wird sich viel ändern nachher in unserer Gesellschaft. Sicher, sicher, also, klar. Die Menschen werden oder die ganze Gesellschaft wird nicht mehr so... So sein wie vorher? Das weiß ich nicht. Die Menschen vergessen auch manchmal sehr schnell. Wenn dem besser gut geht, dann vergessen die oft die schlechte Seite. Ja, da werden wir sehen. Es ist sein. Man sieht das jetzt in Italien zum Beispiel, bei Neapel. Die waren ja nun als Erste in Italien, in Bergamo, betroffen und die gleich diese Quarantäne bekommen haben. Die haben es natürlich länger erlebt. Wir sind hier in Deutschland besser rausgekommen, ja, als im Gegensatz zu Italien oder anderen Ländern. Ja, ja, ja. Aber gut, wir machen natürlich das Beste daraus. Das heißt denn, deine nächsten Pläne sind, machst du ein Studioalbum? Ja, ein Studioalbum. Ein Song werde ich heute präsentieren davon, obwohl der schon gab. Also sogar im Internet schon, der ist schon veröffentlicht worden. Aber ich will ein Best-of geben, wo ich sämtliche Aufnahmen, das viele Leute noch nicht kennen, veröffentlicht werde. Wird das eine andere Richtung als Passion Fruit sein? Nein, es ist sehr ähnlich. So ähnlich wie Passion Fruit? Ja, es ist was Ähnliches. Wir werden heute ein bisschen was hören. Das heißt, sind da bei diesem Best-of-Album dann auch noch die
die Passion Fruit Sachen. Ja, auch, das sind zwei Lieder. Das ist Reggae Ding Dong Song. Da kennt der, da war meine erste große Hits. Kennen viele schon noch. Der Reggae Ding 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 Ding. So und Wonderland. Das hört man, wenn man hören. Und der Rest, ja, neue Lieder und einige Lieder, die schon veröffentlicht wurden, wie Chalala Song, das ich singen werde. Mit Mauro, ne? Und was? Mit Mauro wäre ich natürlich, gibt es auch das Duett, das heißt Fiesta. Ja, das haben wir reingehört. Ja, ist ein schönes Lied. Wir werden das nachher übrigens noch versuchen, genau. Online im Duett, also das heißt, Mauro ist nämlich auch dabei, aber er ist leider... Da wir diese Distanz halten müssen und diese 1,50 Meter und naja, so. Naja, er ist nicht nur eine Distanz von 1,50 Meter, er ist schon eine, auf einer Distanz von 600 Kilometer. Genau. Und das macht eine Menge aus. Ich bin ihn einzuladen hierher. Was hältst du von Gary zum Beispiel, was Boogie Boys? Gary war super, Gary. Ich kannte das gar nicht von dir. Ich kenne Gary seit 22, ich bin über 24 Jahre schon in Deutschland. Ich bin mit 12 Jahren gekommen und nicht, dass ich auf die Idee komme, irgendwie Rechnung hier zu machen. Ja. So. Wikipedia. Und Gary kenne ich seit mindestens 22 Jahren. Ne? Wikipedia, du gibst solche Tipps nicht. 22 Jahre, Gary, das ist eine lange... Ich glaube, ich habe den noch nie so gehört. Ich habe dich entweder hinter einer Technik gesehen oder... Mit deinem Sohn bin ich, glaube ich, aufgetreten. Also, Musical haben wir irgendwie gemacht, Musical-Show. Aber so wie heute. Also, ja, tolle Überraschung, ne? Ja, super Stimme. Also, ja, tolle Überraschung, muss ich sagen. Also, muss ich sagen, da ist vor allem, es ist cool. Leider hatten wir damals nicht die Promotion, die es heute gibt, wie Internet oder Spotify oder iTunes und sowas. Das heißt Spotify, übrigens. Spotify. Letizia, ich freue mich, dass du... Und das andere heißt YouTube. YouTube. Das ist nämlich der Sinn von dieser Sendung, nämlich ein Klatsch und Tratsch. Und wir haben noch hier ein paar andere Künstler noch. Aber als erstes jetzt, Letizia, wollen wir dich hören. Und ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit Letizia und ihre zwei Songs. Viel Spaß. Everybody, sha la 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 la, oh oh oh, sha la 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 la, oh oh oh, sha la 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 la, oh oh oh.
Sono Linda Giorrizzo e mando un gran saluto a tutti i spettatori di musica e spettacolo. Più creativo di quest'anno 2020. Stammi bene, un abbraccio a tutti e spero che ci vediamo presto. Ok, ciao! Bacione, ciao ciao! I fell apart, could not believe it, how you broke my heart. Hot this morning, clouds in my head, in the evening I lie in my lonely bed. Too many times I think of you, then I wonder which girl is lying next to you. You, still need you.
Ciao a tutti ragazzi, sono Whiskey e voglio salutare gli amici di Music and More Creative Show con alcuni singoli che sentiremo insieme. Un abbraccio. We'll be right back.
So, liebe Freunde, ich hoffe, die Show hat euch gefallen und es war genauso lustig und spaßig wie für uns. Dann bedanke ich mich noch ganz herzlich an meine Gäste und wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund, bis bald. Ciao, euer Silvano. Yeah.